Moin Moin! Ja, es hat ja leider nicht jeder von euch so einen schönen Strand vor der Tür. Deswegen wollte ich euch heute mal die Initiative Ein Tag im Freibad mit Hund oder kurz Hund im Freibad vorstellen. Die setzen sich dafür ein, dass nach Ende der Freibadsaison die Freibäder einen Tag für uns öffnen. Wir können also im Freibad mal so richtig den Biegel rauslassen. In vielen teilnehmenden Freibädern sind auch Vorführungen von Hundeschulen und für die Zweibeiner gibt es Stände mit tollem Zubehör für uns. Und die Zweibeiner brauchen auch keine Angst vor dem Chlor zu haben, denn an den Hundeschwimmtagen ist in der Regel kein Chlor mehr im Wasser. Also ein Riesenspaß für uns und unsere Zweibeiner. In Hamburg und Leverkusen sind sogar Unterwasserfotografen dabei. Dann werde ich mir wohl noch eine neue Badehose zulegen müssen. Leider macht in Kiel das Freibad nicht mit, aber vielleicht sehen wir uns ja in Hamburg. Die ganzen Standorte und Termine könnt ihr alle im Internet und auf Facebook gucken. Die Links dazu, die schreibe ich euch noch auf. Und teilt dieses Video, damit sich das Ganze rumspricht. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss, euer Barney.